hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, vom 21. August 2022. Übersetzt von Emmy X. Und wieder einmal bin ich hier für ein Gespräch. Ich möchte die Codes und Kristalle erst einmal beiseite lassen. Wir haben sozusagen das Wesentliche verstanden und ich möchte nicht zu tief eintauchen, falls mir der Sauerstoff ausgeht. Vielleicht erzählt ihr uns etwas über euch. Das wäre ein interessanter Ansatzpunkt. Blossom, wir heißen dich willkommen. Wir heißen alle willkommen, die sich entscheiden, in diesen Raum zu kommen und Informationen und Energieerhöhung zu erhalten, während wir uns unterhalten. Erstens gibt es nicht wirklich ein Du, über das wir sprechen können. Es gibt kein Wir. Aber ihr habt einmal gesagt, dass ihr jede Form annehmen könnt, die ihr wollt. Das ist so, denn wir sind reine Energie und Energie kann, wie du weißt, jede Form annehmen. Also, was würdet ihr sagen, ist eure natürliche Form, eure in etwas bequemeres schlüpfen Form? Ausdrucksformen des Lichts, dynamische Farben, die sich transformieren und tanzen, während wir uns erlauben, die höchste, reinste Liebe zu sein. Es gibt also ein Wir. Wir sind in der Tat viele. Dennoch würden wir uns als eins bezeichnen. Wir sind ein kollektives Bewusstsein, das auf einer bestimmten Lichtfrequenz innerhalb einer bestimmten Schwingung in Resonanz ist. Erkennt ihr euch selbst als Individuen? Wir können, denn wir sind ein Bewusstsein. Daher bestehen wir aus vielen. Dennoch betrachten wir uns als eine vereinigte Front. Und unsere Zusammengehörigkeit fühlt sich an, als ob wir ein Block von Energie wären, der als eins denkt. Das Wort Block ist geeignet, um das zu erklären, aber nicht unbedingt die richtige Interpretation. Also ihr denkt dann. Worüber? Liebe. Wir sind Liebe in, aus der Essenz. Dennoch haben wir die Fähigkeit, uns zum Beispiel mit dir zu unterhalten. Deshalb denken wir. Ihr würdet euch also nicht als Wesen bezeichnen. Doch, das würden wir. Sollten wir uns entscheiden, die Form von Wesen anzunehmen. Und wie würde diese Form aussehen? Alles, was wir wählen. Und zu welchem Zweck? Um uns unter Bedingungen zu präsentieren, die es erfordern, dass wir in Form sind. Könnt ihr ein Beispiel nennen? Es gibt viele und unterschiedliche. Zum Beispiel, wenn es erforderlich ist, können wir uns als Tier, als Mensch, als Blume, als Wolke, als Lichtstrahl, als Vogel präsentieren. Für die Zeit, die erforderlich ist, um bei einem notwendigen Energieaustausch zu helfen, um die Energie zu verlagern, für mit einer Seele, einem Umstand, die der es braucht. Ist das nicht eine Einmischung in den eigenen Weg? Nein, wir halten uns an die universellen Gesetze. Gleichzeitig unterstützen wir das Universum bei seinen Rufen aus allen Lebensbereichen, die um Hilfe bitten. Wenn nicht um Hilfe gebeten wird, greifen wir nicht ein. Ist es für euch anstrengend, hier auf der Erde in einer Form zu erscheinen? Ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, in dieser Schwingung zu sein, wenn man die Schwingung bedenkt, in der ihr wohnt und euch wohlfühlt. Es geht nicht um das Miteinbeziehen. Für uns ist es mehr ein Gedanke und eine Übertragung von Energie. Warte, ich bin schon verwirrt. Ich hätte bei den Codes bleiben sollen. Kommt eure Energie hierher und materialisiert sich in, sagen wir, einem Vogel? Oder findet ihr eine vorbeifliegende Krähe und entführt sie? Das heißt, leiht ihr euch deren physischen Körper für eine gewisse Zeit? Das ist richtig. Das kann man tun. Das ist eine Möglichkeit. Das alles geschieht in Übereinstimmung mit dem Gesetz,
der Erlaubnis und der Akzeptanz. Okay. Aus irgendeinem Grund fließt das einfach nicht. Zu viele Gedankenmöglichkeiten strömen in meinem Kopf und ich kann sie nicht einordnen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass ich die Verbindung verliere. Ich hatte geplant, dass unser Gespräch heute Morgen stattfindet. Also werde ich vielleicht sehen, ob ich weitermachen kann, wenn wir das Thema wechseln. Wird das funktionieren? Wir wollen es versuchen. Wir können dir den Gedanken nahelegen, Blossom, dass nur weil ein bestimmtes Thema nicht fließt, es nicht bedeutet, dass wir nicht hier sind oder dass du es blockierst. Es kann sein, dass das gewählte Thema nicht in der Lage ist, eine einfache Antwort zu geben, weil die Schwingung selbst eine viel höhere ist und daher mit menschlichen Begriffen oder Verständnis nicht erklärbar. Dabei habe ich euch doch nur gebeten, über euch zu sprechen. Wir lassen das Thema in Ruhe. Okay, das nächste. Lass uns nicht von unserem Gespräch abkommen, sondern es in einem anderen Gedanken darüber verschieben, über uns. Wir unterscheiden uns nicht von euch, von eurer Wahrheit, wer ihr seid. Wir sind das Licht, wir sind die Liebe, wir sind die Wahrheit, wir sind das Ich Bin, so wie ihr. In der Essenz seid ihr aus dem gleichen Block von Energie. Können wir nach einem anderen Wort suchen? Block scheint so solide zu sein und ihr seid es nicht. Wie wäre es mit Gruppe? Nee, das ist nicht richtig. Komm schon, Leute, helft mir. Muster. Ganz und gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Und doch ergibt es einen perfekten Sinn. Wir stammen also aus demselben Energiemuster. Dennoch habt ihr euch entschieden, die Erfahrung zu machen, ein Mensch zu sein. Ihr habt in allen Lebensformen gewählt, viele Dinge zu sein. Alles, was du dir gewünscht hast. Alles, von dem du wusstest, dass es in Bezug auf die Erfahrung von Vorteil sein würde. Du wählst, wer du sein willst, wo du sein willst, wie du sein willst, um zu sein, um zu erfahren. Ihr seid alle auf vielen Planeten gewesen. Ihr habt alles erlebt, was ihr wolltet, und ihr werdet dies auch weiterhin tun. Habt ihr das? Durch dich und alle, die sich dafür entscheiden, dies zu tun. Liebe ist alles, was es gibt, Blossom, die Energie der Liebe. Wir sind alle von dieser Energie der Liebe, denn es gibt nichts anderes. Diese Energie wird, kann dann in Millionen, Billionen, unendlichen Frequenzen von sich selbst aufgeteilt werden und innerhalb dieser Schwingungen und Frequenzen in Resonanz gehen. Die Ebene der Frequenzen stellt das dar, was man wählt, um seine Wünsche zu manifestieren. Doch alles kommt ursprünglich aus dem Sein von der höchsten Frequenz der Liebe. Deshalb können wir nicht getrennt sein. Nichts ist getrennt von der höchsten, reinsten Energie der Liebe. Denn das ist eure Blaupause. Das ist eure Essenz. Eure Wahlmöglichkeiten aus diesem Raum sind, wie wir sagen, unendlich und sie werden es auch weiterhin sein. Wir würden also sagen, weil unser Muster aus derselben ursprünglichen höchsten und reinsten Liebe geformt ist, sind wir durch jedes einzelne gewählte Muster in der Lage, Leben zu erfahren, durch es, da wir ein Teil davon sind. Telepathisch kommunizieren wir mit dir, Blossom, durch die Energiemuster. Wir sind nicht du, du bist nicht wir, doch wir sind. Spult zurück. Da du den Planeten Erde zu dieser Zeit erlebst, als ein auserwähltes Individuum, nicht als ein separates, ist unser Lebensmuster sehr verschieden von deinem. Wir zeigen euch bewegte Lichtfarben, die sich ständig verändern in den hellsten Tönen. Eure Muster des Lebens auf dem Planeten Erde würden nicht das gleiche Bild erzeugen. Es wären schwächere Farben mit geringeren Lichtfrequenzen.
Nicht, weil ihr von schwächeren Farben oder geringeren Lichtfrequenzen seid, sondern wegen der Dichte der Schwingung, die ihr gewählt habt, um darin zu wohnen. Wegen der niedrigeren Schwingungen um euch herum. Niedrigere Schwingungen, die in die Erde selbst eingedrungen sind. Erinnert euch daran, dass ihr gewählt habt, auf der Erde zu sein. Das habt ihr aus Liebe getan, zu euch selbst und zum Ganzen. Zu diesem bestimmten Zeitpunkt, die Wahl, dort zu sein, wo ihr seid, hängt von den Entscheidungen eurer Seele ab. Vielleicht aus einem anderen Grund, als nur um Erfahrungen zu machen. Ihr, die Stärksten der Starken, wie ihr wisst, seid mit einer Mission auf die Erde gekommen. Die höchste Liebe hat durch die Menschheit die niedrigste Liebe erfahren. Das klingt seltsam. Und doch ist es die Wahrheit. Ich habe es verstanden, denn es gibt nichts anderes als das, nicht wahr? In der Tat. Und der Rat wurde auf höchster Ebene abgehalten, um in diesem Fall zu intervenieren, um eine Mission zusammenzuhalten, die diesem niedersten aller niederen Verhaltensweisen ein Ende setzen und diejenigen aussenden würde, die von ihrem Licht so stark wissen, dass sie den Planeten und in der Tat auch die menschliche Rasse retten können. Plötzlich hatte ich eine Vision von Milliarden von uns, wie wir uns mit unseren Superhelden umhängen, schmücken. Nicht so sehr mit den Lycra-Overalls, nur so nebenbei. Deshalb sind wir die ganze Zeit bei euch. Ihr habt euch eine solche Mission vorgenommen, ihr die Bodencrew. Versteht ihr nun, warum ihr die Stärksten der Starken sein müsst? Um eine solche Mission zu unternehmen und zu Ende zu führen. Eine Mission, die noch nie zuvor stattgefunden hat. Etwas stört mich, das ich noch klären muss, bevor wir gehen. Ihr sagt, die höchste Liebe hat, durch die Menschheit, die niedrigste Liebe erfahren. Ist es nur die Menschheit, die die Erfahrung der niedrigsten Liebe ermöglicht hat? Nein, bei weitem nicht. Und doch diskutieren wir zu diesem Zeitpunkt über die irdischen Erfahrungen. Wir haben unsere Worte mit Bedacht gewählt, aber wir verstehen deine Fragen. Vielleicht ist das alles für ein anderes Mal, oder auch nicht. Nun, wir scheinen es geschafft zu haben. Hoffen wir, dass es sich beim erneuten Lesen gut genug zusammenfügt. Danke, meine Freunde. Wie immer, in Dankbarkeit, in liebevollem Dienst. Ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.